Bauer sucht Frau, er hat ja gesagt, geht vor Arne auf die Knie. Antje und Arne haben sich 2022 bei Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt. Vor 6 Monaten ist die 32-Jährige zu dem Milchbauern gezogen, und nun wagen sie den nächsten großen Schritt. In dem Oster-Special Was ist denn auf den Höfen los, hat Antje ihrem Liebsten vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag gemacht. Um Arne zu überraschen, hat sie ihm ein Jersey-Kälbchen geschenkt, in dessen Fell ein Herz rasiert wurde. Außerdem trägt das Tier ein Schild mit der Aufschrift Marimi, DT, heirate mich, um den Hals. Kurz nachdem Arne das Kalb erblickt, fällt Antje auf die Knie und macht ihrem Partner eine rührende Liebeserklärung und stellt die Frage aller Fragen. Ja natürlich, Antje, antwortet der Bauer sichtlich bewegt. Wenig später posten die beiden auf Instagram einen Schnappschuss als frisch verlobtes Paar. Auch das Kalb ist natürlich auf dem Bild zu sehen. Vielen Dank für die Glückwünsche. Wir sind jetzt einen Schritt weiter, schreiben die Verliebten dazu. Die Fernsehnews der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: rtl.de, instagram.com.